Diese und viele weitere Leuchtmittel werden 2023 verboten. Was das für euch heisst und wie wir ihnen weiterhelfen können, zeige ich Ihnen in diesem Video. Im Jahr 2023 kommt das neue Leuchtmittelverbot. Das bedeutet für euch, dass ihr diverse Leuchtmittel im Handel so nicht mehr weiterkaufen könnt. Darum müssen Sie rechtzeitig an einen Austausch von eurer Beleuchtungsanlage denken. Sonst riskieren Sie Ausfälle und hohe Reparaturkosten von eurer Beleuchtungsanlage. Aber keine Angst, ich zeige Ihnen, wie ein Austausch gelingt. Diese alten Leuchtmittel sind nämlich schon lange nicht mehr zeitgemäss. Mit einer neuen LED-Beleuchtung können Sie bis zu 90% Energie sparen. Das geht in nur 3 Schritten. Im ersten Schritt machen wir für Sie eine kostenlose Potenzialanalyse. Als erstes zeigen wir Ihnen, welche Anlagenteile betroffen sind. Dann zeigen wir Ihnen, welche Räume das grösste Potenzial für eine Sanierung haben. Wir zeigen Ihnen auf, welche finanziellen Mittel das notwendig sind für eine Sanierung. Und wir zeigen auf, wie viel Energie Sie so sparen können. Im zweiten Schritt machen wir ein Lichtaudit. Beim Lichtaudit geben Sie uns einen Auftrag für eine Beleuchtungsplanung. Wir machen eine detaillierte Planung der Beleuchtung, wo wir die Beleuchtung anhand der spezifischen Nutzung planen mit der richtigen Beleuchtungsstärke. Wir bemustern dann detailliert Beleuchtungen und auswählen und planen die ganze Steuerung dieser Beleuchtung. Zudem bekommen Sie dann die genau aufgelisteten detaillierten Kosten. Jetzt kommt der letzte Schritt. Sie senken Ihre Betriebskosten. Wir installieren Ihre neue Beleuchtung und Sie sparen sofort Energiekosten. Sofort Energie sparen. Die Rechnung für Energie wird kleiner. Transparente und planbare Kosten. Ein Leuchtmittelaustausch alle 4 Jahre ist nicht mehr notwendig. Die neuen LED-Leuchten haben keine Leuchtmittel, die austauscht werden müssen. Liegt Ihnen die Umwelt am Herzen? Ihr Unternehmen verbraucht weniger CO2. Ist Ihr Unternehmen vom Leuchtmittelverbot betroffen? Dann helfe ich Ihnen dabei. Kontaktieren Sie mich per Telefon oder E-Mail. Ich freue mich auf Sie und freue mich, Ihnen weiterzuhelfen.